sehr für diese Möglichkeit. Danke für Ihre freundliche Begrüßung. Fragen wurden an uns gestellt. Das eine war, die erste Frage war, was wurde für mich an Erwartungen erfüllt und was wurde enttäuscht? Eine Erwartung, die wurde echt übererfüllt. Damit habe ich nicht gerechnet. Erinnern Sie sich? Der 31.10.2017. Ganz Deutschland durfte sich über einen geschenkten freien Tag freuen. Und viele, sehr viele nutzten dieses Angebot, um einen Gottesdienst zu besuchen. Die Kirchen waren, und jetzt zitiere ich, voll bis auf den letzten Platz, rammelvoll oder schlicht überfüllt, wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. So berichtete die Presse und wir sahen es mit eigenen Augen. In einzelnen Gedanken, in einzelnen Bundesländern gibt es den zarten Gedanken, das muss doch nicht nur für ein Jahr sein. Wir hatten im Wittenberg schon mit etwas erhöhter Nachfrage gerechnet und hatten einen Gottesdienst in einer sehr großen Halle gefeiert, mit einer Übertragung des Festgottesdienstes aus der Schlosskirche. Wir haben eine Geburtstagstorte gemacht. Ich weiß nicht, Pastor, der würde sagen, das hat einen reinen Spaß gemacht. Wir haben eine Geburtstagstorte mit 500 Stücken. Die war nach 20 Minuten aufgefuttert. Und ich musste so ein Schild anfertigen. Halle überfüllt. Wenn Sie an einer mehrere hundert Meter langen Schlange vorbeigehen, von Leuten, die in die Halle rein wollten, und mit so einem Schild vorneweg, Halle überfüllt, das löst mich Freude aus, aber ich habe mir dieses Schild aufbewahrt, das hängt in meinem Büro als Mutmacher für dürre Zeiten. Was mich enttäuscht, wir haben in den Medien, dann kam der Jahresrückblick. Der ist ja immer da, eben wenn das Jahr so wechselt. Sie wissen, jede Zeitung, die was auf sich hält, macht mindestens so ein Doppelfolder mit einem Jahresrückblick. Es kam alles drin. Eröffnung der Elbphilharmonie und Ehre für alle. Aber Reformationsjubiläum, das war eine Fehlanzeige. Medial relevant schien vom Reformationsjubiläum nur das Bild von Obama am Reichstag zu sein, und zwar mit der Kanzlerin. Ja, enttäuscht. Das ist mir zu wenig. Nachhaltigkeit, darunter verstehe ich was anderes. Was ist hängen? Was nehme ich mit? Ich bin so ein Bildertyp. Bei mir sind es Bilder hängen bleiben. Immer Bilder. Und es sind zwei Bilder, die ich aus diesem Jahr mitnehme. Bild Nummer 1. Da sind Konfirmanden und Konfirmandinnen aus ganz Deutschland. Einzelgruppen aus Polen, aus der Schweiz, aus der Tschechei, aus Österreich, aus Frankreich. Insgesamt 11.500. Aus allen Landeskirchen. Über 100 ehrenamtliche Teamer. Wobei wir ja immer alles zählen müssen. 40.000 ehrenamtlich geleistete Stunden. Und dann stellen Sie sich mal den frechesten Ihrer Konfirmanden vor. Also diese groß gewordenen Kinder. Diejenigen, die im Unterricht immer nur stören. Und es eigentlich irgendwie peinlich finden zu singen. Und die singen voll Inbrunst. Näher, näher, mein Gott, zu dir. Die Augen sind dabei geschlossen. Sie kleben nicht an dem blöden Handy. Und dann wollen die gar nicht mehr gehen, die sonst den Gottesdienst meiden. Ich habe es gesehen, in diesem Reformationssommer. Und darum will ich das auch im nächsten Jahr wiedersehen und wir arbeiten mit. An den Konfigenz 2018, 2019, 2020. Bild Nummer 2. Da war so eine junge Ärztin. Klassische Osteografie. Und dann stand sie am Sterbebett eines jungen Mannes, der das Leben so liebte. Und sie erlebte, wie die Familie und wie die Freunde von neuem Leben redeten.
mit weichen Knien und mit Tränen da. Okay. Und diese Ärztin, die fing wieder neu an zu fragen. Und erinnern Sie sich an die Lichtkirche auf der Weltausstellung? Da haben wir sie getauft. Die mobile Lichtkirche war genau das Richtige für sie. Sie sagte, ach, ich weiß auch nicht, wo ich so richtig zu Hause bin, mal heute hier, morgen dort, da passt die Kirche genau zu mir. Die Kirche zieht weiter, ich werde auch weiterziehen. Wir haben sie getauft. Und es war ein Fest des Lebens. Das sind die beiden Bilder, die ich mitnehme. Als drittes wurde ich gefragt nach der Vision für meine Kirche. In diesem Reformationssommer hat sich die Kirche 2017 durch Stärke gezeigt, und zwar durch Stärke in der Fläche. Gucken Sie bei Ihrer eigenen Gemeinde. Die eigene Gemeinde weiß entschieden mehr von Reformation und von Martin Luther und von Zwingli und Konsorten als vorher. Sie weiß um ihre eigene Wurzel. Und wir sahen in diesem Jahr einen Hype. Mit Traumüberschriften. Lieferpass für Bibeln. Oder Bibeln ausverkauft. Bundesweit. Weit über 1000 Einrichtungen zwischen Görlitz und Aachen, zwischen Helgoland und Garmisch-Partenkirchen haben sich erklärtermaßen beteiligt. Das waren Kirchengemeinden, Landeskirchen, Bildungseinrichtungen, akademische Institute. Die gesamte Breite der Möglichkeit des zivilgesellschaftlichen Engagements wurde sichtbar, wurde bunt und wurde vielfältig. Meine Vision ist, dass diese Tiefe, diese Höhe, diese Farbe und vor allem diese Sehnsucht nach mehr uns immer wieder erinnert, von uns als Kirche mitgenommen wird aus 2017. Oder ich sage es mal ganz einfach, meine Vision ist, dass wir frommer werden. Danke.